Ich will euch ganz kurz was zu WeChat erzählen. Ich denke, die Mehrheit von euch weiß, was es ist. Die Mehrheit von euch weiß vermutlich auch, was Irsi ist. Das ist so eine Alternative zu Irsi, behaupte ich mal. So der Anfang ist vielleicht vor allem für Leute interessant, die Irsi und WeChat nicht kennen bzw. noch nie benutzt haben. Weil ganz am Anfang erzähle ich was. Gut, wie man es installiert, das kann man auch nachlesen. Aber ich habe es mal in die Folie reingepackt, falls jemand nachlesen will. Einmal natürlich vom Source, da gibt es auch eine Stable-Version von. Und dann ist es auch in Debian Arch und vielen anderen paketiert. In Debian ist es wichtig, dass man das aus dem Easy Backports installiert, weil sonst hat man so ein paar wichtige Funktionen und sind nicht in der aktuellen Version in Easy drin. Wenn man auch auf seinem Server ganz normal Stable, also Easy mit Easy Backports laufen hat, dann ist das total problemlos. Und der Arch Linux damals lief es auch problemlos. Ja, problematisch ist es nur, wenn man die Repositories irgendwie mischt mit Testing und so. Genau. Dann für die Leute, die das vielleicht heute mal ausprobieren wollen, ganz kurz, wie man so das WeChat überhaupt konfiguriert. Man installiert sich das und startet das und dann hat man so einen Fenster vor sich. Natürlich ist da noch nichts drin, das ist jetzt unser Channel gerade. Natürlich ist da noch nichts drin, da ist nur so eine Zeile ganz unten. Genau. Und dann gibt man, ja, dann gibt man einfach nur die zwei Befehle ein und dann schon ist man in unserem Channel. Das bleibt dann natürlich nicht dauerhaft so, deshalb gibt es auch eine Config, die man sich einstellen kann. Man kann Widget eigentlich komplett von der Kommandozeile aus konfigurieren, also von der Kommandozeile in Widget aus. Das ist eigentlich auch recht angenehm. Da muss man sich ein bisschen reindenken. Genau. Im Prinzip tut das nichts anderes als den Server anlegen und automatisch irgendwie jedes Mal, wenn man Widget startet. Was ist dann, was natürlich dann die meisten Leute hier machen, die Irsi oder Widget irgendwo laufen haben, ist, sie haben das in einem Stream laufen. Das heißt, es läuft quasi immer auf einem Server mit, entweder auf dem eigenen oder auf unserem Vereinsserver. Und dann kann man sich immer dahin verbinden und ja, bekommt dann mit, was in der Zwischenzeit geschrieben wurde. Genau, da gibt es so ganz viele Plugins für WeChat. Dafür ist es jetzt wichtig, dass man diese Version mindestens aus Easy Backports installiert, weil sonst funktionieren viele Plugins einfach nicht sinnvoll. Und das sind die vier, die mir am wichtigsten eigentlich aufgefallen sind. Jabber natürlich, wenn man auch über Easy Jabber verwenden will. Ojoway ist, glaube ich, selbst erklärt, ScreenAway hoffentlich auch. Und Buffers sind diese Dinger, die man hier links sieht. Weil wenn man Buffers nicht installiert hat, dann sieht man unten nur die Buffer mit den Zahlen, die angezeigt wird. Genau, das ist leicht unübersichtlich, fand ich zumindest. Es gibt genau. Auch eine bessere Version von Buffers, aber die offiziell nicht unterstützt. Richtig, also es gibt ganz, ganz viele Plugins. Ich kann es auch gleich mal zeigen. Da gibt es ein schönes Tool für InWeChat. So, das, was ich eigentlich interessanter finde an WeChat im Vergleich zu Irsi, sind die Relays. Und zwar, man kann auf einem eigenen Protokoll, das dann so ein WeChat-Protokoll spricht, können andere Anwendungen dann mit WeChat reden oder sich die letzten paar Nachrichten holen und so. Und das ist sehr praktisch, wenn man das von einem Smartphone oder von einem Tablet aus da mal kurz reinschauen möchte, weil diese ganzen SSH-Screen-Dinger, die man so für Irsi hat, zum Beispiel funktionieren nicht ganz so toll auf jeden Fall. Genau, einrichten kann man das eigentlich auch relativ einfach. Man sagt Relay Add und man kann das Ganze über SSL betreiben. Das ist vor allem wichtig, wenn man diesen Befehl im Klauen nicht hinschreibt. Also wenn man nicht auf, nur von Localhost dann quasi wieder auf dieses Relay zugreifen will. Warum will man von Localhost noch zugreifen? Da komme ich gleich zu. Genau, man setzt sich auch ein Passwort. Damit nicht jeder drauf zugreifen kann, natürlich. Genau. Jetzt der interessante Teil, das sind die Tools. Es gibt einmal die
App WeChat Android. Das ist eine etwas ältere App, die manchmal leider ein paar Bugs hat, aber zum Beispiel heute im Zug hat es relativ gut funktioniert. Die sich auch bei schlechten Netzwerkverbindungen dann eigentlich wieder reconnected. Die rein theoretisch auch Notifications unterstützt, aber die funktionieren nicht immer, beziehungsweise bei mir funktionieren sie nicht immer, vielleicht lag es auch an meiner Konfiguration. Genau. Die verbindet sich entweder über dieses Relay oder sie kann sich auch über eine SSH-Verbindung verbinden. Also die könnte auch ganz normal SSH und Screen verwenden, aber das funktioniert nicht so toll mit der, also die ist schon auch gemacht dafür, um das Relay zu verwenden. Genau. Da gibt es einige Bugs drin, die will man irgendwie versuchen zu umgehen. Wenn man das ausprobiert, findet man raus, welche Bugs es, diese App hat. Das eigentlich Coole ist, was sich bei der GPN, was jemand bei der GPN vorgestellt hat. Ich glaube, von euch, die bei der GPN waren, war niemand mit diesem Lightning-Job. Genau, das ist eine relativ coole Web-App. Die ist schön zu bedienen und man kann Bilder und Videos direkt anzeigen in der App. Gerade in unserem Channel, wo dann doch einige Leute immer Videos oder Bilder oder so ähnliches Zeug posten, muss man auf dem Tablet die nicht immer öffnen und dann baut sich erst der Firefox auf und so weiter und so fort. Und sie lässt sich auch als Firefox-App quasi auf dem Smartphone installieren und meines Wissens auch als Chrome-App, das habe ich allerdings nicht getestet. Sie funktioniert allerdings nicht so toll mit der schlechten Internetverbindung. Deshalb habe ich auch meistens beide Clients installiert. Und sie hat auch eine relativ gute Dokumentation, das heißt, da kommt eigentlich dann auch jeder mit klar, wenn er will. Genau, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu verwenden. Entweder, wie vermutlich zumindest mal die meisten Leute das nutzen, die gehen auf glowinggear.org und geben eben dort ihr Passwort und ihren Hostname und ihren Port ein, wo sie ihr Relay aufgebaut haben. Oder man lässt, das war so eine Idee von mir, die man vielleicht umsetzen könnte, man lässt das auf seinem Server laufen. Das ist alles mit Python geschrieben, das heißt, ich glaube, man braucht nicht viele Dependencies, zumindest mit dem Testen hat es eigentlich relativ problemlos funktioniert, den zu starten. Und dass man sich dann über Localhost verbindet, weil das Problem von diesem Relay ist, dass man ja SSL-Zertifikate braucht. Und den Key für das SSL-Zertifikat. Das heißt, man braucht entweder, wenn man nicht WeChat ist, direkt den Key für das SSL-Zertifikat geben will, braucht man, gerade auf einer fremden Maschine will man, kann man das nicht unbedingt machen, dann braucht man einen separaten SSL-Key und den will man auch, also ich weiß nicht, ob man dann extra Geld dafür ausgeben will, vermutlich nicht. Und dann ist er anzahlen, und das ist alles schwierig. Da wäre es einfacher, man macht eine zentrale Installation auf seinem Server, die man ganz normal mit dem SSL-Key, den man sonst auch verwendet, absichert. Und intern, also wenn das alles nur auf Localhost funktioniert, braucht man ja auch keine zusätzliche Verschlüsselung mehr. Genau. Das wäre auch so eine Idee, falls da Leute, die ihr WeChat oder IRSI oder was auch immer bisher auf unserem Vereinsserver laufen lassen haben, dass man das mal fragt, ob man das bei uns installieren möchte und dass dann jeder, der möchte, so einen Port bekommt. Das war mal so eine Idee. Also mein Wunsch läuft ja nicht auf dem Vereinsdauer, das heißt, wenn da Leute Lust drauf haben, dann kann man das hoffentlich schon anstoßen. Genau, wie sieht das Ganze aus? Genau, das ist jetzt glowinggear.org. Da hat man, wie gesagt, hier einfach sein Hostname, ein Port und so ein Passwort, das jetzt auf seinem Mietern gezeigt wird. Genau. Dann, wenn ich mal kurz in meinen WeChat reinschaue, dann sieht das ja hier so aus, dass links sind meine Channels gelistet. Hier sind sie jetzt zum Beispiel auch nicht kopiert, weil hier sind sie jetzt kopiert nach Server. Zum Beispiel auf Hackend sind jetzt so Channel wie der Freifunk und Utopia und auf Dreisat sind eben Parasite, die Non-Info zum Beispiel. Wenn ich jetzt da in unseren Channel gehe, funktioniert eigentlich relativ viel mit dem Maus. Das heißt, wenn jemand gewohnt ist, nicht, die Maus gar nicht zu verwenden, dann ist es auch nicht
ganz so sinnvoll. Man kann sich auch so ein paar Dinge konfigurieren. Gerade so, ob er es kopieren soll und ja, so Zeug. Ah ja, Notifications kennen diese drinnen auch. Also, wenn man so Firefox-Notifications hat. Ich kann ja nachher mal jemand highlighten, dann sieht man es. Ich glaube, ich bin nicht drin. Moment. Vielleicht auch gerade nicht, wenn ich im Fullscreen muss, bin das ganz sein. Also normalerweise kommen dann noch Notifications, aber es kann sein, dass Firefox bei Fullscreen abschaltet. Genau, jetzt hat Miro zum Beispiel vorher ein Bild gepostet, das kann ich auch einfach aufmachen. Wie gesagt, das ist vor allem auf dem Tablet praktisch, dass das sieht. Oder so ein YouTube-Video anzeigen. Ich spiele das jetzt nicht ab, sonst tötet mich irgendjemand, aber genau. Genau. Was manchmal noch ein bisschen buggy ist, was aber bald gefixt werden soll, meines Wissens, ist, wenn man zum Beispiel jetzt, vielleicht funktioniert es so. Wo ist Frank? Rede doch mal mit Frank. Genau. Ich klicke jetzt hier auf Frank, aber er erscheint nicht im Vordergrund, sondern irgendwo im Hintergrund. Normalerweise, wenn man eine Query aufmacht im Widget, erscheint es irgendwo im Vordergrund. Das ist noch so ein Bug, den Sie irgendwann fixen müssen. Genau, ich kann jetzt mit Frank reden. Ganz normal. Wie man sieht, übergibt dieses Relay auch nur so ein bisschen, also hier zum Beispiel nur ab 17.59 an Einträgen. Wenn ich mal hier reinschaue, läuft mein Widget natürlich schon deutlich länger. Das ist halt, um den Network-Traffic so ein bisschen zu begrenzen. Und ja, ich kann aber jederzeit, soweit es geht, weiter hoch und mir so nach und nach dann alles holen. Gut. Wenn jemand irgendwie Fragen hat, so konkret jetzt gerade, könnt ihr sie jetzt stellen. Kann man sich in dem Webdings immer noch mit /buffer und so bewegen? Ja, genau. Was ich vorhin natürlich nicht erwähnt habe, ist so auf Alt 1 bis 0 sind die ersten 10 Buffer standardmäßig konfiguriert. Man kann natürlich sich dann irgendwelche weiteren Keys setzen auf die Buffer 11, 12, 13 und so weiter. Weil, wie man sieht, bei mir geht die Waffe schon bis 11 nur mit den Standard-Channeln, mit denen ich automatisch drin bin, nicht statik. Ja, aber rein theoretisch müsste ich mich, ich hoffe, ich habe es nicht gelogen, jetzt in den Waffen mit Frank. Ach nee, bewegen kann ich mich nicht, ich kann aber Queries aufmachen ganz normal. Also Befehle funktionieren ganz normal, nur den Buffer wechseln kann ich nicht, genau, stimmt. Genau. Jetzt ein Vorteil von Widget, den ich glaube ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass Widget einfach deutlich besser maintained ist als IRC. IRC ist teilweise zumindest quasi tot. Das heißt, da gibt es niemanden mehr wirklich, der das maintained oder aktualisiert oder aktuell bringt. Genau, ansonsten. Dazu kommt noch Easy, kann halt nur Plugins in Perl, glaube ich, und WeChat kann halt alles. Genau, die können Python, Perl, Scheme und irgendwas wird das ausgeklappt. Lua geht, glaube ich, auch und noch irgendwas. TCL weiß, glaube ich. Also, es geht alles. Man kann auch, wenn man Bock hat, seine eigene Sprache implementieren als Plugin. Genau. Apropos Skripte, das wollte ich auch noch zeigen. Wenn man diese relativ neue Version hat, dann gibt es hier auch im Gegensatz zu IRC, wo das noch so halb gut funktioniert hat mit diesem Skript, das andere Skripte studieren kann, gibt es ja ein relativ schönes Tool, um Dinge zu finden. Zum Beispiel, wenn ich nach IRC suche, gibt es mir hier diese zwei Plugins für IRC oder Skripte. Wenn ich gerade IRC Notifier sehe, wenn man Notifications haben möchte auf seinem mobilen Endgerät, dann ist, glaube ich, IRC Notifier
das mit dem auch problemlos funktioniert. Das Beste, weil, also wie gesagt, diese WeChat-Apps können das nur, wenn sie gerade aktuell wirklich verbunden sind. Sie nutzen die Firewall-Stat, den normalen Push-Notification-Weg, den man so auf Android zumindest verwendet. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gut die, also die eine App gibt es, glaube ich, nur für Android, diese WeChat-Android-App. Wie gut die andere funktioniert, habe ich nicht ausprobieren können, weil ich habe kein iPhone oder sowas. Genau. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen? Ansonsten habe ich mich relativ gut in die Viertelstunde gehalten.